Ach, ist es nicht schön hier? Das ist die Welt von Enshrouded. Und wenn man das Miasma etwas vertrieben hat, dann sieht die Welt auch schon etwas besser aus. Und damit ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Enshrouded. Ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder dabei seid und reinschaut. Bevor wir heute den nächsten Elixierbrunnen angehen, habe ich mir für euch heute was vorgenommen. Und zwar möchte ich erstmal eine kleine Roomtour heute machen. Was heißt das? Ich habe hier in der Zwischenzeit mit den neuen Dingen, die uns der Schreiner zur Verfügung gestellt hat, habe ich uns etwas gebaut. Als erstes möchte ich euch mal das neue kleine Esszimmer zeigen. So sieht es jetzt zumindest aus. Ne? Verfügt über sehr, sehr viel Komfort. Man kann hier sehr, sehr viele Leute einladen. Das ist halt alles nur Deko. Man kann sich hier selber nicht hinsetzen. Die Bank ist das Einzige, die mir halt hier noch nicht so gefällt, sage ich mal. Weil, ne, man sollte sich vielleicht auch mal so hinsetzen. So sieht das schon schicker aus. In der Küche hat sich soweit nichts getan, wobei ich die auch noch mal gerne umbauen möchte. Hier oben die Regale, das feiere ich total. Aber vielleicht gibt es da noch die Möglichkeit, über ein paar andere kleinere Gesteinsarten oder so ein paar andere kleine Elemente hier noch andere Regale selbst rauszubauen. Das interessiert mich sehr. Wir gehen rein. Hier hat sich nicht so viel verändert. Also eigentlich überhaupt nichts. Aber das Prägnanteste, was sich jetzt verändert hat, befindet sich hier hinter dieser Tür. Herzlich willkommen im Badezimmer. Ich habe ja auch gleich unsere Werkbänke umgestellt. Und das Geniale ist jetzt, man kann die Truhen fast unter die Werkbänke drunter stellen. Ich finde das so, so geil. Vor allem, dass man die Truhen ganz harmonisch in diese Werkbänke hineingleiten lassen kann. Dass ich das einfach mal ausprobiert habe. Ne? Übrigens, das habe ich mal selber getestet. Das habe ich bei keinem bis jetzt noch nicht gesehen, dass die halt hier die Werkbänke mit diesen Kisten so ein ganz kleines bisschen zusammen verwoben haben. Und herzlich willkommen im neuen Locus. Herzlich willkommen im stillen Örtchen. Wir haben hier die Möglichkeit, Hände zu waschen. Wir haben hier die Möglichkeit, unsere Sitzung ganz gemütlich zu vollziehen. Ich würde den Raum gerne dann noch etwas ausbauen. Hier oben fehlen noch Decken. Hier an der Seite links und rechts habe ich so ein paar kleine Aushöhlungen hingebastelt, weil ich da kleine Deko-Elemente hinstellen möchte in Form bei der Badewanne. Da gehören ja Kerzen dazu. Da gehört ja vielleicht so ein bisschen Schmuck dazu oder vielleicht eine große Kanne. Ne, das denke ich mir dann. Also das habe ich mir dann so ausgedacht. Und hier drüben dann ähnlich. Ne, eine große Kanne, vielleicht noch ein bisschen Licht gerade an die Wand ran. Und es gibt dann in den Raum, finde ich zumindest, ein richtig geiles, kleines Feeling. Ne, alleine die Tür, die wir jetzt bauen dürfen, weil wir den Schreiner befreit haben, das ist absolut mega. Richtig, richtig geil. Das Schöne ist dran, dass das nicht nur diese Tür ist, die wir durch ihn bauen dürfen, sondern, ich möchte euch gerade mal zeigen, guckt mal, man kann auch eine Doppelholztür, ne, also die doppelt geflügelt ist, die kann man auch bauen. Finde ich absolut genial. Ne? Also das Spiel steckt immer wieder vor Überraschung. Ich sage es immer wieder, und hier gibt es dann die geschnitzte Doppelholztür. Ne, und da könnt ihr ja über eine polierte, also die gibt es hier die polierte, dann bauen wir jeweils diese Waren zweimal. Und wenn man diese Waren zweimal hat, ne, diese zwei polierte Holztür, können wir dann eine doppelte bauen. Finde ich geil, diese Mechanik. Finde ich richtig geil. Was gibt's noch? Es gibt eigentlich nichts mehr groß zu sagen. Ich habe das Inventar komplett ausgeräumt mit allem drum und dran. Wir werden uns jetzt wieder auf die Reise begeben. Und zwar möchte ich heute, eigentlich wollte ich nördlich der Warte, ne, nördlich der Niederauenwarte, wollte ich eigentlich da reingehen, ein ewiger Zauber. Aber ich habe gehört von einigen Kollegen aus meiner Community, die dieses Spiel auch leidenschaftlich zurzeit also richtig durchsuchten, dass man da mit dem Level, was ich zurzeit habe, also mit Level 6, dass man da noch nicht reingehen sollte. Also ich schätze mal, dass spätestens Level 7 oder 8 müsste man dann schon sein, vielleicht ein kleines bisschen besser ausgerüstet, und dann könnte man schon dort deutlich besser den Remi-Demi machen. Ne? Also machen wir es so, wir laufen weiter zur Bäuerin. Die Bäuerin, die ist ja hier oben, Moment, entschuldigt bitte, hier. Und wir gehen jetzt hierher und schlagen uns zum nächsten Elixierbrunnen durch. Okay, ist das ein Deal heute? So, dann mache ich das Headset gerade noch etwas ein kleines bisschen leiser. Und dann geht's los. Übrigens, wenn ihr Bock habt auf die nächsten Folgen und ihr habt es noch nicht gemacht und möchtet den kleinen YouTuber hier etwas unterstützen, gerne ein Abo und ein Like da lassen und auch die Glocke aktivieren für die nächsten Folgen. Herzlichen Dank. So, und dann sind wir ja schon im Miasma. Das heißt, wir bauen jetzt hier auch aktiv die Flamme wieder ab, ne, damit wir wieder eine mehr haben. Die Geräte haben wir alle durchrepariert. Wir bräuchten halt hier einfach nur ein bisschen Stein. Ne? Erde, Stein,
So, das sollte eigentlich reichen. 5 Steine brauchen wir für eine Flamme. Das ist eigentlich das, wie soll ich denn das sagen, das ist eigentlich mit das günstigste Baumaterial, was es hier so gibt, ne? So, und dann sind wir dann hier schon da. Und ihr seht, die Gegner haben halt hier schon, ne, die haben wir trotzdem hier schon Stufe 5. Also, die sind nicht ohne. Ich sag's so, wie es ist. So, hier kommt dann der nächste Kollege. Und der hat sogar derbe getroffen. Ich wollte gerade sagen, Sprungschuss brauchen wir nicht machen. Aber ich freue mich dann auch auf die nächsten Pfeile, ne? So, das war's auch für den Kollegen. Ich wollte gerade sagen, das Ding wird auch noch explodieren. Und der nächste Gegner da am Start. Ah! Das sind die Schnetzler, ne? Ah! Es erinnert mich, also diese Tote erinnert mich immer so ein ganz kleines bisschen an Might and Magic oder so. Wo das auch so, diese, wo die auch so geklungen haben, wie die gefallen sind. Habt ihr das gerade gehört? So. So, was hätten wir denn hier? Wow, das ist ja ein Riesending. Wollte gerade sagen, das Ding, das platzt richtig, ne? Ich würde aber trotzdem gerne mal reinschauen. Oh, hier ist auch noch einer gefallen. Hier hinten ist auch noch einer gefallen. Was ist denn hier los? Aber das war ich aber nicht, gell? So. Oha. Sehr geil. Nehmen wir alles mit. Was habt ihr hier? Hier ist wahrscheinlich das Miasma draus entwachsen, ne? Ja. Ja. So, dann gehen wir weiter. Guck mal. Dann gehen wir mal. Ich habe das schon wegpunktmäßig angepinnt. Also wir müssen sowieso erstmal den Weg hier lang gehen. Hier oben ging es dann raus. Ich denke mal, dass wir dann hier irgendwo auf dem Kamm hier hochlaufen dürfen. Sehen wir gleich. Oder wir buddeln uns einfach hoch. Aber oh, so wie das aussieht da, gibt es wieder einen Turm. Yes, yes, yes. Ich sehe es schon. Geil gemacht. Schaut es euch doch einfach an. Moment, ich muss das mal screenshotten. Das ist ja einfach nur genial. Geil. Absolut. Das ist ja wahnsinnig geil gemacht. Ja, guck mal, hier oben gibt es noch einen schönen Steg. Hammer. Wartet hier jemand auf uns oder möchte uns jemand hier was Böses bestimmt, ja? Wie immer. Boah, das ist wie... Wisst ihr, was das ist? Das ist ja so eine Art Burg. Das ist so eine Art Festung. Guck mal, die ganzen Bäume, die sind alle abgestorben. Kriegen wir noch neues Holz? Nee, alles Miasma-Holz, ne? Ja. Ja, ja, ja. Guckt euch mal diese Riesenteile an. Habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Wollte gerade sagen, kriegen wir den überhaupt kaputt? Ja, kriegen wir. Okay. Hier geht ein Pfad hoch. Ich glaube, dem Pfad sollten wir folgen. Hä? Yep, den, das ist unserer. Ah, und hier unten ist ein, Wegekreuz. Boah, sieht das geil aus. Ich denke immer, irgendwo wartet einer. Irgendwo wartet einer auf irgendeiner Seite. Oder irgendwelche Tiere wieder. Da drinnen noch einer, der auf uns wartet, oder? Also kommen sie alle raus hier. Okay, da drinnen muss irgendein Spawner sein und...
Aua. Mist. Hier muss irgendwo ein Spawner liegen. Irgendwo muss hier ein Spawner rumliegen. Da musst du dich echt konzentrieren, ne? Also, wenn du dann das gegen einen Gegner, das ist kein Problem, aber gegen so zwei, drei, dann aktivieren wir schon mal ein bisschen Konstitution und hauen noch mal ein bisschen Ausdauer rein, ne? Ich glaube, besser ist das. Ah, guck mal hier. Ach Mensch, wieso immer den? Wieso aktivierst du dann immer den Hammer? Das gibt's doch nicht. Warum mache ich immer den Hammerstartler? Ich glaube, das rührt wirklich nur daher, weil ich das von anderen Spielen gewöhnt bin. Hier kommen wir leider. Ich glaube, das müsste man aufsprengen. Also reinkommt man, aber es bringt nichts. Okay, das hier können wir auch noch mitnehmen. Uha. Aha. Alles klar. Bin ich mal gespannt. Gibt es hier was Schönes? Na klar, da steht eine Truhe rum. Ja. Detailtränken mit allem. Das ist schon mal sehr gut. Ich wollte eigentlich, ne, ihr seht, wie ein dieses Spiel wieder einnimmt. Ich wollte eigentlich, wollte ich wohl ganz anders sehen. Aber gut. Das ist ja genial hier. Das ist ja der Brüller. Wieder eine Truhe. Dankeschön. Feuersteinpfeile können wir immer gebrauchen. Ja, komm, das nehmen wir alles mit. Stoffe, das ganze Zeug, das können wir alles gebrauchen. Das hier auch. Das auch. Ich würde dann mal sagen, wir gehen wieder rein und gucken uns drinnen nur mal kurz um. Ich habe ja hier noch einen gehört, der hier rumläuft und rumbrüllt. Hört ihr das? Ach, da ist er. Okay, hier hinten geht es dann her. Hier, boah. Also normalerweise könnten wir auch diese, ich sag mal, diese Burg, was das hier ist, oder dieser Vorposten, da könnte man normalerweise könnte man auch eine Flamme ansetzen und könnte das ganze Ding abreißen. Und könnte das Ding komplett wieder neu aufbauen. Mit allem drum und dran. Hier kannst du dir so eine richtig schöne, wie soll ich das sagen, hier kannst du dir Inspiration holen. Gehst du kaputt oder wie sieht das? Gut, okay, das will nicht kaputt gehen. Das hat auch keinen Bock. Ich habe gelernt bei diesem Spiel, macht es wirklich, nehmt wirklich alles auseinander, beziehungsweise versucht so viel wie möglich mitzunehmen. Oh Gott. Klar. Natürlich. Eine Krypta. Alter, was haben sie denn hier veranstaltet? Das ist ja genial. Gerade nur ein Zauberstab. Aber guckt euch das mal an. Das ist ja der Brüller. Genial. Ich habe eigentlich das, habe ich eigentlich etwas weiter oben erwartet. Nicht unten, sondern tatsächlich oben. Ach ja. Wieso konnte der mich jetzt treffen? Ich bin doch gesprungen. So gut kann der doch gar nicht zielen. Hier geht's noch weiter. Okay, Moment. Wir schauen uns so noch mal kurz um, ne? Ja, nichts wirklich Interessantes. Nächste Stufen hoch.
Boah, genial. Schaut's euch einfach nur an. Schaut's euch einfach nur an. Ja, wir wollten wieder woanders hin, ne? Hier sparen sie wieder mit Metall. Was wir hier rauskriegen, sind Knochen. Habe ich überhaupt heute schon mal Metall gefunden? Ja, nee. Ich habe noch gar kein Metall gefunden. Das ist immer so ein bisschen Mangelware jetzt, ne? Guck mal, da hinten ist eine Höhle. Da hinten ist tatsächlich eine Höhle. Oder geht da der Weg hin? Ah, der Weg geht da hin. Okay. So, passt auf. Wir müssen... Angemagert ist der Elixierbrunnen da oben. Das heißt, entweder müssen wir tatsächlich durch diese Höhle durch. Oder müssen sowieso in die Höhle rein. Oh ja. Boah, das sieht ja fett aus. Was ist das? Hey, ich hab's gewusst. Irgendwas muss wieder kommen. Die sind Stufe 9. Okay, die sind schon ein bisschen härter hier. Ihr seht's, wir brauchen unbedingt den Spawner von den Wesen. Das ist, glaube ich, Salz. Was hat denn hier gerade gebrüllt? Was ist das, hä? Schauen wir uns gleich mal an. Okay, testen wir mal. Was ist das? Nix. Okay, einfach Stein. Was ist denn das hier? Leuchtbewuchs. Das ist ja genial. Das sind Leuchtesteine. Das sind tatsächlich Leuchtesteine. Ich nehme mal ein bisschen was mit, okay? Naja, ich weiß keine Ausdauer mehr. Das ist dann, glaube ich, einfach nur Salz. Nehme ich mal an. Ich hack mal kurz. Ja. Ja, aber das hier ist doch interessant. Guck mal, das leuchtet sogar. Ausnutzbar, das ist Terrain. Oder er leuchtet in der Dunkelheit. Eine launische Lichtquelle, die häufig in und um Höhlen zu finden ist. Also häufig habe ich jetzt mal noch nichts gefunden zu dem Thema. Ich nehme trotzdem mal noch ein bisschen was mit, ne? Glaubt's mir, wenn ihr die Möglichkeit hättet, würdet ihr das genauso machen. Beziehungsweise seid ihr garantiert hier schon durch die Höhle durchgekommen. Ja, ja, komm, gönn dir mal noch ein bisschen Ausdauer. So, dann hätten wir das eigentlich mal abgebaut, ne? Oder ist das eine... Das sieht aus, wie wenn es eine richtige Mine ist, ne? So, jetzt haben wir das mal fast alles weggemacht hier. Perfekt für uns. Alles klar, herzlichen Dank. Weiter geht's. Okay, alles cool. Wenn du mal eine schnelle Location brauchst, ne? Oh, hier geht's ja runter. Aber wie? Wie kommst du hier wieder hoch? Ah, da drüben. Boah, was ist mit denen hier passiert? Vielleicht dürfen wir irgendwas lesen. Ist doch Salz, oder?
Ist das für komisches Material hier? Alles Salz. Ja, okay. Okay, okay, okay. Nur die Ruhe. So, dann kommen wir hier wieder hoch und hier geht's raus. Okay, sehr schön. Das heißt, hier gibt's nichts mehr außer hier. Und guck mal so, wie das aussieht. Haben die auch noch ein paar Leuchtesteine drin? Gehst du kaputt oder nicht? Na super. Gut, das wollte ich jetzt. Ja, gut, egal. Also, sehr geile Location hier. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Am Elixierbrunnen. Ja, wir wären zumindest fast da. Ja, da ist er. Guck mal, da ist er. Ja, da unten warten sie. Die Schergen. Die Vasallen. Das Miasmas. Stufe 9. Schön. Okay, den ersten hätten wir. Den dann immer ein bisschen vorhalten, gell? Am besten sind immer die, die sich so etwas langsamer bewegen, sage ich jetzt mal. Da oben wäre die Flamme, ist schon mal gut zu wissen. Die Dinger sind gar nicht so einfach mehr auszuschalten, ne? Ich saß ja Stufe 9. Das ist nichts für schwache Nerven. Was ist denn blau? Okay. Wo die Dinger sind, gibt es gar nicht Spawner. Ich sag mal, ich würde jetzt davon mal ausgehen, dass wir hier. Irgendwas läuft hier. Hört ihr das? Habt ihr das gerade gehört? Miasma-Sprengsätze. Das ist ja auch übel fies, ne? Ah, okay. Habe ich gefunden, den Spawn. So. Gefunden, Spawner. Tschüss, Spawner. Das ist immer so übel, wenn die einen von hinten angreifen. So, soviel zu dem Thema. Ihr wisst Bescheid. Wir hauen uns runter zur Flamme. Da müssen wir nur gucken, wie wir erstmal da hochkommen. Ich denke mal hier. Okay, da sind wir da. Sehr gut. Wegpunkt erreicht. Ja, und hier geht es jetzt wieder ab in die Tiefe. Ne? Ihr wisst Bescheid. Normalerweise, ich hoffe mal, dass das hält. Oh, die sehen wir schon. Das wird wieder ein Bossgegner, oder? Oh, krass, 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 krass. Das fies. Okay, passt auf. Einmal. Schön geblockt. So, laufen, 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 laufen. Ah.
Nächste verfolgt. Lauf, 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 lauf. So, machen wir nochmal hier Overtime. Wir sammeln erstmal ein bisschen was ein, würde ich sagen. Ne? Na komm. Immer erstmal was einsammeln. Okay, passt auf. Okay, wir haben es geschafft. Weg mit dem Ding. Boah, geil. Was für ein geiler Fight. Und wir haben einen legendären Ring erbeutet. Sehr geil. Also, da sind wir schon mal. Beziehungsweise sind wir ja hier schon mal angekommen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das heißt, wir werden hier, ne, am Elixierbrunnen werden wir dann unser Lager aufschlagen und werden uns dann wieder in der nächsten Folge etwas Richtung Krypta der Bäuerin durchschlagen, würde ich sagen. Aber guck mal, wie schön das hier aussieht. Vielleicht haben wir da oben noch eine Möglichkeit auf eine Truhe. Boah, das sieht einfach so geil hier aus. Leider ist die Hacke kaputt. Okay. Und rein. Und rein. Sauber. So, da wir das hier wieder befreit haben vom tückischen bösen Diasma, könnten wir ja versuchen, ich sag mal, hier unten lässt sich garantiert keine Höhe, keine Flamme richten. Aber ich sag mal, weiter oben Richtung der Bäuerin, das würde ich mit euch jetzt abschließend versuchen. Ich habe nämlich auch ein riesengroßes Problem, denn ja, einige Waffen von mir sind so derbe durch, die kann ich gar nicht mehr benutzen. Sind so fies, die Dinger. Da musste ich echt derber konzentrieren. Und manchmal denke ich auch, hast du hier ein Problem mit einfach vorwärts und rückwärts laufen irgendwie. Ich weiß auch. Wäh. Lass mich in Ruhe. Glück gehabt jetzt, hä? Okay, wir sind zumindest mal draußen. Die verschissen sich schon wieder. Da ging es rein. Also sehr, sehr geil gemacht, ne? Also, boah. Auch kleine Jump-and-Run-Einlagen sind noch dabei. Hab
Aber es geht nicht ganz hoch. Hier geht's hoch, hier geht's raus. Boah, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir hier gleich die Flamme errichten. Ja, yeah. In der Dunkelheit. Wir müssen eigentlich davor. Hier musst du wirklich dreimal zielen und wirklich gut zielen, dass du die Dinger ausschalten kannst. Guck mal, da drüben steht auch noch einer. Sehr geil, Level 7. Boah, Hammer. Danke. So, und jetzt brauchen wir nur noch. Jetzt waren wir am Elixierbrunnen und jetzt machen wir uns zur Krypta der Bäuerin auf. Die wäre dann hier oben. Was haltet ihr denn davon, wenn wir jetzt hier versuchen, hier oben, hier in dem Miasma-Wald, ne, in dem von Miasma komplett in der durchseuchten Zone, wenn wir versuchen, hier oben wenigstens mal schnell noch eine Flamme aufzustellen. Und dann würde ich sagen, treffen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das Ding war heute alleine das Ding war heute mega spannend, hat super viel Spaß gemacht. Sag mal, Freunde, ist es euer Ernst? Das wollte ich euer Ernst jetzt. Ah, die sind Stufe 1. Warum sind die Stufe 1? Ah. Warum sind die hier alle Stufe 1 nur hier oben? Guckt euch mal an, wie viele das sind. Okay, den haben wir geil getroffen. Ich wollte jetzt eigentlich hier an der Stelle eigentlich sehr gerne eine Flamme aufmachen. Ja, aber wenn die hier rumlaufen und hier auf Patrouille sind, das macht doch gar keinen Sinn, oder? Boah, das ist ja wunderschön hier. Überall. Die laufen hier überall rum. Guckt euch das bitte an. Na gut, wisst ihr was? Wir probieren es hier vorne. Dann setzen wir mal hier schnell eine Flamme an. Und dann versuchen wir die mal hier zu platzieren. Jawohl, guck mal, das passt sogar geil. Wunderbar. Das heißt, wir können ja jederzeit wieder zurück teleportieren. Wir sind hier so richtig schön mitten in der Gefahr drin, was richtig, richtig Spaß macht. Wir können sogar weiter ins Schreinerlager. Hier haben wir ein Refugium der Flamme. Hier unten gibt es noch einen Schrein der Flamme. Hier gibt es auch noch einen. Also Funken brauchen wir ja sowieso. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns dann die Krypta der Bäuerin an. Was haltet ihr noch davon? Dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, ciao, macht's gut.